Am vergangenen Freitag hat Hertha BSC im ersten FC Köln gespielt. Das Spiel hochverdient mit 5 zu 2 verloren. Man hätte auch noch viel höher verlieren können, wenn nicht Christensen einen überragenden Tag gehabt hätte. Er steht sogar in der 11 des Spieltages, obwohl er 5 Gegentore kassiert hat. Und ein Mann, der dort für Köln getroffen hat, war Davy Selke, ein Spieler, der jahrelang bei Hertha BSC auch unter Vertrag stand und auch einige Tore für uns erzielt hat. Und passend dazu würde ich gerne auf ein Video von Chillacrew reagieren. Und zwar die Karriere von Davy Selke zusammengefasst. Schaut doch auch gerne bei Chillacrew vorbei. Er hat auch bereits schon mal auf eines meiner Videos reagiert. Er ist auf jeden Fall auch unten in der Beschreibung verlinkt. Und wohlgemerkt, ich mache auch dieses Video mit Stimme und nicht mit der Roboterstimme, weil für eine Reaktion hielt ich es einfach für unangebracht. Und es wäre auch einfach viel zu viel Arbeit gewesen, das alles reinzuschneiden. Also schreibt auch gerne, ob ihr in Zukunft mehr Videos mit richtiger Stimme haben wollt oder ob ich wieder die ganzen News-Videos mehr mit Roboterstimme machen soll. Und dann würde ich sagen, starten wir rein in das Video. Wenigstens kann uns Davy Selke, Fußballgott, am Freitag nicht in die zweite Liga schießen. Ey, das wäre ja der absolute Bruch, ne? Wir haben ja das mal Ja, so überlegt, weil wir manche konnten ja Leute würden diesen Spieltag behaupten, es ist konnten wir ja nicht passiert. fest absteigen. Selbst wenn Bochum und alle so gewonnen hätte, wir könnten ja erst am nächsten Spieltag erst absteigen. Da muss man jetzt natürlich auch noch dazu sagen, natürlich sind wir noch nicht fest abgestiegen, aber ich glaube nicht mehr daran, dass wir 2 Siege holen und vor allem müssten alle anderen ja auch alles verlieren. Ja. Aber das wäre einfach Ironie des Schicksals, wenn uns ausgerechnet Davy Selke, den wir im Sommer abgegeben haben, weil er zu viel gehypt ist, Naja, dass uns kleine der in die Anmerkung, im zweite Winter haben wir Liga ihn holt. abgegeben. Im Winter haben wir ihn erst abgegeben. Wär auch irgendwie eigentlich eine geile Love Story gewesen, oder? Na, eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Weil, soll ich euch mal erzählen, die Liebesgeschichte eines Spielers und eines Vereins, die mittlerweile schon 5 Jahre lang geht? Dann Ich sogar noch erzähle euch die länger. Geschichte, pass auf. Wir reisen ins Jahr 2017, Frühjahr 2017. Hertha ist auf dem Weg in die Euroleague. Aktuell noch Platz 5. Spielt gegen RB Leipzig. Oh ja, das war eines dieser legendären, ich glaube, das waren 2 zu 6 damals. Aber das war, glaube ich, noch die Saison, da sind wir Europa League, in die Europa League gekommen. Oh, das war noch Zeit, das ist noch gar nicht so lang her eigentlich. Ja, jetzt steigen wir halt ab. Ist halt auch du. Ist halt auch ganz cool, nächstes Jahr dann gegen Elversberg zu spielen. Und es steht 2-1. 2-1 für Leipzig. Aber es ist knapp. Vielleicht kann man noch einen Punkt zu Hause gegen Leipzig abholen. Vielleicht auch nicht. In der, ich glaube, so rund um die 80. Minute wird ein deutscher Stürmer namens Davy Selke bei RB Leipzig eingewechselt. Da Und begann macht das innerhalb Drama. von, ich glaube, 4 Minuten 2 Tore. Steht 4 zu 1. Hertha verliert und wird am Ende noch Sechster. Aber es sind Wir holen Euroleague-Punkte uns also in gekommen. der nächsten Saison für die Europa League-Saison 17-18 holen wir uns diesen Davy Selke für 8 Millionen Euro. Die War erste das nicht Saison war sogar noch ganz gut. Zehn Rekordtransfer? Tore, 5 Vorlagen und dazu 4 Tore in 3 Euroleague-Spielen klingt da eigentlich nach einer absolut geilen Saison. War auch eine gute Darauf folgt eine Saison. zweite Saison, die nur in der Bundesliga und im DFB-Pokal stattfindet. War das in der zweiten Saison nicht so, wo Davy Selke sich vorher in der Vorbereitung oder so, ist er doch mit Kalou oder so zusammengeprallt und hatte dann irgendwas an der Lunge und musste deshalb die ganze Vorbereitung aussetzen und hat daher auch die ersten Ligaspiele verpasst. Das war doch dann 2018, 19 die letzte Dardai-Saison, oder? Oder irre ich mich da gerade? Doch, das müsste doch Selke gewesen sein. Für die Hertha, denn Hertha hat sich nicht für die europäischen Plätze qualifiziert und Das sei war die dann auch nie Saison mit wieder den ganzen gefunden. Vorlagen. Davy Selke schießt in seiner zweiten Saison in der Bundesliga nur 3 Tore, allerdings dafür 9 Vorlagen. Ja, genau. Das war die Eigentlich Duda und wüsste man, wenn das Davy Ibiza-Saison. Selke nun angekommen wäre bei Hertha, aber es war das Jahr 2019. Und Hertha BSC hat sich zum Ende der Saison 18-19 dazu entschieden, Pal Dardai nach 5 Niederlagen rauszuschmeißen. Das verstehe ich auch immer noch nicht, warum Michael Preetz damals der Meinung war, man müsste Pal Dardai rauswerfen. Meiner Meinung nach einer der größten Fehler überhaupt. Er hatte damals die Mannschaft stabilisiert, wir haben jede Saison stabil gestanden und seitdem ging es eigentlich nur noch bergab. Aber jetzt ist Dardai wieder da. So wie es aussieht, bleibt er auch erstmal. Aber gehen wir weiter. Damals Tabellenplatz 11. Ja, genau. Und in der neuen Saison unter Trainer Ante Čović sowie unter Klinsmann und auch unter Nuri war Davy Selke nicht immer gesetzt. Sowohl Hat er da nicht irgendwie ein unter Tor oder so gemacht? Čović als auch unter Klinsmann. Und gerade Gegen unter Leipzig. Klinsmann wurde er als
nicht mehr mehrwertbringend eingestuft. War das nicht auch da so unter Klinsmann, dass er erst gesagt hat, Davy Selke wäre ein super Stürmer? Dann hat er irgendwie gegen Köln so ein, nee, gegen Dortmund im Auftaktspiel so ein minimales Abseitstor gemacht, dadurch haben wir verloren. Aber dann hat Klinsmann irgendwie so Piontek geholt für übermäßig viel Geld. Und danach ist, hat Selke sich nicht mehr wertgeschätzt gefühlt und ist, glaub, ist nach Bremen gegangen, wenn ich mich richtig erinnere. Also was macht man? Richtig, man verleiht ihn. Zwischenzeitlich trifft er zwar noch einmal gegen Leipzig, ne? Ja, genau, gegen Leipzig war es. Ironischerweise natürlich, aber er Gegen wird verliehen Erzschlug. nach Werder Bremen für 1,5 Jahren, Boah, das war diese die eine Riesenkaufpflicht. Kaufpflicht besitzen, wenn Bremen in der Liga bleibt. 12 Millionen Euro ist die 20, Höhe. sogar 15 Millionen? Dazu sichert sich Hertha allerdings auch noch eine ganz, ganz besondere Klausel. Denn im Rückspiel der laufenden Saison darf Davy Selke nämlich nicht für Bremen gegen Hertha antreten, weil man befürchtet ja, dass er gegen uns treffen könnte. Welche Ironie. In seinen 1,5 Jahren bei Bremen schießt er nämlich gefühlte 3 Tore. 3 Tore schießt er beide gegen Hertha in der Ich glaube, der hat alle darauffolgenden Tore Saison, gegen uns während Hertha geschossen. nämlich auch gleichzeitig mit Bremen um den Abstieg mitspielt, steigt Bremen am Ende der zweiten Saison tatsächlich doch noch ab. Und Hertha bleibt drin. Das war doch auch so, Bremen war irgendwie am letzten Spieltag auf dem Relegationsplatz, eigentlich durch. Und dann haben sie gegen Gladbach oder so gespielt. Und dann hat Davy Selke oder so in der 10. Minute allein vor Sommer gestanden und irgendwie allein vor Sommer am Tor vorbeigeschossen. Und dann hat Köln irgendwie in der Nachspielzeit oder so gegen Schalke noch gewonnen und deshalb ist Bremen direkt abgestiegen. Also wir waren da schon safe. Ich weiß, ich war für Bremen, weil ich wollte, dass die uns das ganze Geld für Selke zahlen. 12 Millionen Euro für Davy Selke sind alt. Und in der Ja, genau, Vorbereitung 12 sah es Millionen haben eigentlich wir da auch nicht noch ganz gut gekriegt. aus. Ganz besonders für einen Stürmer, der in jedem Vorbereitungsspiel mindestens einmal getroffen hat. Richtig, Davy Selke. Ich dachte, Selke wäre damals dann richtig da gewesen. Er hat ja irgendwie so gefühlt 40 Tore in 5 Spielen gemacht damals. Und er hat auch noch im ersten Pokalspiel dann irgendwie in der Nachspielzeit ein Tor nach dem Standard gemacht. So ein Eckentor gegen Meppen. Ich dachte damals, Davy Selke wäre richtig angekommen. Aber dann ist halt dummerweise die Liga gekommen und dann hat er irgendwie erst unter Korkut getroffen. Dieser wird auch noch gegen Meppen zum Siegtorschützen in der Ja, Nachspielzeit in der ersten genau. Runde des DFB-Pokals. Gegen Meppen, wie eben gerade gesagt, schießt er uns mit 1:0 in die nächste Runde. Da Danach ist sind es wir aber noch wieder ein bisschen weitergekommen. still um ihn. In der Liga folgen nur 4 weitere Treffer und in der Relegation wird auf ihn gar nicht mehr Rücksicht genommen. Trotzdem, Hertha steigt nicht ab und Davy Selke bleibt weiterhin bei Hertha. Da an der Stelle noch mal einen kleinen Einwand von mir. Davy Selke war ja unter Magath dann am Ende wieder gesetzt, hat auch ge gut gespielt. Ich glaube, der hatte irgendwie getroffen. Nee, er hat gegen, ich glaube, gegen Augsburg war das, wo Serdar mit dem Hackentor getroffen hat. Da hat er das irgendwie vorbereitet oder zumindest mit eingeleitet. Gegen Stuttgart, wo wir 2-0 gewonnen haben, da hat er irgendwie das früher 1-0 gemacht. Und gegen Mainz, das weiß ich noch, da war ich im Stadion, da hat er ein Elfmeter-Tor gemacht zum 1-1 und dann in der Nachspielzeit hat er noch das angebliche 2-2 geköpft, was dann aber wegen einem Foulspiel zurückgenommen wurde. Ich war damals der strikten Meinung, das war kein Foulspiel. Ich weiß es nicht, ich habe inzwischen wieder vergessen, was genau da los war. Aber ja, aber danach war der, wurde der irgendwie krank oder hat sich verletzt und deshalb wurde in der Relegation nicht auf ihn gesetzt. Also ich glaube, eigentlich so, sollte der da sogar spielen. Hat er eigentlich in der Zeit auch echt gut gespielt. Nun sind wir in der aktuellen Saison angelangt und Davy Selke hat nach 15 Spielen 4 Tore für Köln und 1 für Hertha gemacht Der hat doch wieder aber so und eine gute hat Vorbereitung gespielt nächste dieses Woche, Jahr. beziehungsweise wenn ihr das Video schaut, diesen Freitag, Ja. beziehungsweise hätte er sogar die Möglichkeit, eine alte Liebe, wo er 4,5 Jahre lang gestürmt ist, wo er in über 200 Bundesliga-Spielen 35 Tore geschossen hat. Hätte er nun an diesem Freitag die Möglichkeit, Hertha BSC in die zweite Liga zu schießen, Ja, hat während er zumindest Hertha in mitgeholfen. den gleichen Jahren, wo Davy Selke als Stürmer im Verein war, Leute geholt hat, wie einen Jovetic, wie ein Kanga, wie ein Piontek, die, na, sagen wir mal, zusammen, allein schon für die Ablöse, Jovetic war, ne,
war ablösefrei. Aber die alleine schon von der Ablöse für die drei Stürmer 30 Millionen Euro gekostet haben. Plus Gehalt, was Piontek mal eben kurz für 4,5 bis 5 Millionen Euro jährlich mal eben kurz zum Topverdiener des Vereins macht. Und Wilfried Kanga, der auch für eine schlappe Summe von 5 Millionen Euro bekommen hat. Oh ja, und das war so dumm damals. Eine geschätzte Jahressumme von 1,5 bis 2 Millionen Euro in diesem Verein verdient. Ich glaube sogar noch mehr. Zusammen haben sie nicht mal ansatzweise so viele Tore wie Davy Selke in seinen 5 Jahren. Jovetic würde ich hierbei sogar noch mal rausnehmen. Also ich fand Jovetic, wenn er mal fit war, hat echt gut für Hertha gespielt. Hat er jetzt auch am Freitag getroffen. War noch eine der wenigen Spieler, die nicht komplett scheiße waren. So wie unsere Innenverteidigung, die angeblich auf dem Platz stand. Aber Jovetic hat halt dieses Verletzungsproblem, weil das war ja bekannt, als man ihn geholt hat. Und er war auch letztes Jahr irgendwie der beste Torschütze oder so für uns und hat auch dieses Jahr wieder gut gespielt. Und das ist Hertha BSC in den letzten 3 Jahren. Tauschen aus, wo sie ne können, aber genau an den falschen Positionen. Ich sag nicht, dass Davy Selke jetzt bei uns Torschützenkönig geworden wäre und mit uns nach Europa geschossen hätte, aber an den Stellschrauben was zu verändern, die nötig sind, um uns überhaupt in Liga zu bleiben, heißt, wir brauchen einen Bundesliga-erfahrenen, kopfballstarken, aggressiven Stürmer, der diese Liga kennt, der weiß, wie man in dieser Liga spielt. Und den schmeißen wir raus, schenken den Köln, ja, wir schenken Köln einen Bundesliga-Stürmer, der in den letzten 2 Jahren natürlich mehr oder weniger zu Recht natürlich gemimt wird, aber wir schenken Köln einen Stürmer, der jetzt in den, na, sagen wir in der Rückrunde, so in 8 Partien 4 Tore gemacht hat. Das hätte ich tatsächlich auch nicht erwartet, dass er da nochmal zündet. Und der hat jetzt die Möglichkeit, uns nächste Woche in die zweite Liga zu schießen. Ja, hat er gemacht. Das ist definitiv richtig, richtig geil. Das ist definitiv richtig, richtig geil. Und somit schließt sich diese Liebesgeschichte zwischen Hertha BSC und Davy Selke. Und Davy Selke, ich weiß, du wirst dieses Video nicht sehen. Du wirst nicht mal ansatzweise wissen, wer ich bin, oder... Aber ich schaue das Video, Egal. Besser. Bro, ich gönne dir, dass du in den nächsten zwei Spieltagen, außer gegen Hertha, in den darauffolgenden 2 Bundesliga-Spielen kannst du meinetwegen 10 Tore, 20 also nicht Tore, ganz kannst du Torschützenkönig werden, ganz. Vollkommen egal. Nicht ganz. Mach. Ich gönne dir, Bruder. Mach. Aber lass Hertha aus dem Spiel. Und sag deinen Kölner Kollegen, ey, wir sind in der Liga, wir haben den Klassenerhalt safe. Was kommt jetzt? Wir haben das Derby gewonnen, gegen Leverkusen. Das ist genau. Nur Hertha. Die sind eher letzter. Mach mal ein bisschen ruhiger. Mach mal so, ruhig. Wir spielen ein bisschen weniger auf Leistung, aber mach ein bisschen geklappt. Weniger. Hat nicht so, dass es auffällt, aber mach so 1-0 in die Niederlage, 2-0 in die Liga. Auch irgendwie 31 Torschüsse oder Schüsse. Nee, 16 Torschüsse, 31 Schüsse. Bitte mach, dass das wahr wird. Komplett verdient, verloren. Bitte. Ja. Auf jeden Fall sehr gutes Video, hat er gut gemacht. Vielleicht nochmal eine kleine Anmerkung von meiner Seite. Also ich weiß, was er jetzt im letzten Abschnitt sagen wollte, aber ich muss sagen, also dass man Davy Selke damals abgegeben hat, das hatte ja wenig mit ihm an eigentlich zu tun, sondern hauptsächlich Davy Selke hätte noch irgendwie 2 Millionen Euro im letzten halben Jahr bei uns verdient und sein Vertrag wäre ja sowieso ausgelaufen und der hat auch teilweise wirklich echt schlecht gespielt. Also ich verstehe schon, warum man ihn abgegeben hat damals, dass man dafür natürlich dann Wilfried Konga einsetzen soll. Wollte, der jetzt irgendwie diese Saison, glaube ich, nur ein Drittel der Tore von Selke gemacht hat, ist natürlich eine andere Geschichte, aber ich habe schon verstanden, warum man ihn damals abgegeben hat. Aber war auf jeden Fall ein sehr gutes Video, schaut gerne bei ihm vorbei. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich versuche auch demnächst wieder mehr Videos zu machen, habe jetzt wieder mehr Zeit. Und ja, dann würde ich sagen, auf Wiedersehen und wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like oder Abo da.